Hallo, mein Name ist Bärbelborn und ich möchte euch heute eins meiner Malmärchen erzählen. Viel Spaß dabei! Lasst euch verzaubern! Heute möchte ich euch das Märchen vom Froschkönig erzählen. Das kennt doch ganz bestimmt jedes Kind. Aber kennt ihr auch meine Version? In den alten Zeiten, als die Menschen noch an Magie und an Zauber glaubten, lebte ein König, dessen Töchter waren alle wunderschön. Aber die Jüngste, die war so hübsch, dass die Sonne selber, die doch schon so vieles gesehen hat, sich wunderte, so oft sie ihr Gesicht sah. In der Nähe von dem Schloss lag ein großer dunkler Wald. Und in dem Wald unter einem alten Baum war ein Brunnen. Nun kam es vor, dass im Sommer die Tage sehr, sehr heiß wurden. Und dann ging die Prinzessin, die jüngste Tochter, in diesen Wald, setzte sich an den Rand des Brunnens und kühlte sich ein wenig ab. Denn in der Nähe von Wasser ist es meistens etwas kühler. Und wenn sie Langeweile hatte, so nahm sie ihr liebstes Spielzeug. Eure Spielzeuge sind bestimmt ganz cool und vielleicht ein Auto oder eine Puppe. Aber die Königstochter hatte als Lieblingsspielzeug eine goldene Kugel. Die warf sie immer wieder in die Höhe und fing sie auf. Und das war ihre liebste Beschäftigung. Eines Tages, als sie mit ihrer goldenen Kugel spielte, passierte es, dass sie ihr aus den Händen glitt und in den Brunnen fiel. Platsch! Oh, sie schaute ihr hinterher und als sie sah, wie die Kugel in den Brunnen verschwand, schaute sie in den Brunnen hinein, aber der war so tief, dass man keinen Grund sah. Nun fing sie an zu weinen und weinte immer lauter und konnte sich überhaupt nicht mehr einkriegen. Und wie sie so vor sich hin jammerte, hörte sie eine Stimme. Was hast du vor, Königstochter? Du schreist ja, dass sich ein Stein erbarmen könnte. Sie sah sich um, woher die Stimme kam. Da sah sie einen Frosch, der mit einem dicken, hässlichen Kopf aus dem Wasser schaute. Das konnte sie dann unten sehen, weil das ja hell war, so ein heller Fleck, ne, dieser Froschkopf. Und das konnte sie dann unten sehen, obwohl alles andere dunkel war. Hallo, lieber Frosch. Du kannst sprechen? Nun sei's drum. Ich weine über meine goldene Kugel, die mir in den Brunnen gefallen ist. Boah, sei still und weine nicht, antwortete der Frosch. Ich kann wohl helfen, aber was gibst du mir dafür, wenn ich dir deine Kugel wieder besorge? Was du haben willst, lieber Frosch, sagte sie. Meine Kleider, meine Perlen und Edelsteine, hier meine goldene Krone, die ich auf dem Kopf trage, das kannst du alles haben. Der Frosch sagte aber, deine Kleider, deine Perlen und deine Edelsteine und sogar die goldene Krone, die mag ich nicht. Aber wenn du mich lieb haben kannst und ich dein Freund sein kann und dein Spielkamerad an deinem Tischlein neben dir sitzen und von deinem goldenen Tellerlein essen, aus deinem Becherlein trinken, in deinem Bettlein schlafen. Und wenn du mir das alles versprichst, so will ich hinuntersteigen und dir die goldene Kugel wieder heraufholen. Ja, ja, ich verspreche dir das alles. Alles, was du willst. Nur bitte, bitte bring mir meine Kugel wieder hoch. Sie dachte aber bei sich, wenn dieser dumme Frosch mir das alles glaubt, dann ist er ja selber schuld. Das ist doch nur ein kleiner, glitschiger Frosch und hat überhaupt keine Ahnung und kann doch nicht mein Freund sein. Kaum hatte sie ihr Versprechen ausgesprochen, tauchte der Frosch auf den Grund des Brunnens und holte ihr ihre goldene Kugel wieder nach oben, wie er es ihr wiederum versprochen hatte, und warf sie hoch über den Rand des Brunnens und die goldene Kugel landete wohlbehalten im Gras neben der Prinzessin.
Die Königstochter hat sich so gefreut, als sie ihre goldene Kugel wieder sah, hob sie auf, nahm sie in den Arm und lief fort. »Warte, warte«, rief der Frosch. »Nimm mich mit, ich kann nicht so schnell laufen wie du.« Aber was nutzte es, dass er so laut hinter ihr herrief, so laut er auch quakte? Sie hat es nicht mehr gehört und sie rannte nach Hause zum Schloss und hatte bald den armen Frosch vergessen, der wieder in seinen Brunnen hinabsteigen musste. Am nächsten Tag, als die Prinzessin mit ihrem Vater, dem König und dem ganzen Hofstaat beim Mittagessen saß, hörte man von draußen seltsame Geräusche. Plitsch, platsch, plitsch, platsch, kam irgendetwas die Treppe heraufgelaufen. Und als es oben angelangt war, klopfte es an die Tür und rief, »Königstochter Jüngste, mach mir auf!« Sie lief hin und wollte sehen, wer denn da draußen wäre. Den Frosch hatte sie natürlich schon längst vergessen. Aber als sie die Tür aufmachte, saß der grüne Frosch unten vor ihren Füßen. Da warf sie die Tür hastig zu, setzte sich schnell wieder an den Tisch und sah ein klein wenig ängstlich aus. Der König sah sehr wohl, dass ihr das Herz gewaltig klopfte und sprach, »Mein Kind, was fürchtest du dich? Steht etwa ein Riese vor der Tür und will dich holen?« »Nein«, sagte sie, »es ist kein Riese, sondern ein garstiger Frosch.« »Was will der Frosch von dir?« »Ach, lieber Vater, als ich gestern im Wald am Brunnen saß, da ist mir meine goldene Kugel in den Brunnen hineingefallen. Und weil ich so traurig war, hat der Frosch sie mir wieder heraufgeholt. Aber er wollte, dass ich ihm etwas dafür verspreche. Ich soll sein Freund sein und er soll bei mir am Tisch sitzen. Papa, wie eklig ist das denn? Das kann ich doch nicht wirklich tun. Aber jetzt steht er draußen vor der Tür und will herein.« Und schon klopfte es zum zweiten Mal. »Königstochter Jüngste, mach mir auf! Weißt du nicht, was gestern du zu mir gesagt? Bei dem kühlen Wasserbrunnen, Königstochter Jüngste, mach mir auf!« Da sagte ihr Vater, »Was du versprochen hast, das musst du auch halten. Geh nur und mach dem Frosch auf.« So ging sie dann und öffnete dem Frosch die Türe. Und dieser hüpfte herein und hüpfte ihr immer hinterher bis zu ihrem Stuhl. Dort saß er dann und rief, »Heb mich herauf zu dir!« Sie zögerte, bis ihr Vater sagte, dass sie das dann tun soll. Als der Frosch erst auf dem Stuhl war, wollte er auf den Tisch. Und als er auf dem Tisch saß, sagte er, »Boah, nun schieb mir dein goldenes Tellerlein näher, damit wir zusammen essen können.« Das tat sie dann auch, aber man sah ihr an, dass sie sich richtig geekelt hat vor diesem grünen Ding. Der Frosch hingegen ließ sich's gut schmecken, aber ihr blieb jeder Bissen im Halse stecken. Die arme Prinzessin. Dann hätte sie nicht so viel versprechen sollen, wenn sie's nicht halten will. Als der Frosch aufgegessen hatte, sagte er, »Das war lecker. Jetzt bin ich müde. Trag mich bitte in dein Zimmer und dann mach das Bett zurecht. Ich möchte mich schlafen legen.« Die Königstochter fing an zu weinen und fürchtete sich vor dem kalten Frosch, den sie nicht anfassen wollte. Und sie wollte auch nicht, dass er ihr wunderschönes, seidenes Bettchen schmutzig machte. Da wurde ihr Vater richtig böse und sagte, »Wer dir geholfen hat, als du in der Not warst, den sollst du hernach nicht verachten.« Weise Worte, die wir uns merken wollen. Da packte sie den Frosch mit zwei spitzen Fingern, trug ihn hinauf in ihr Zimmer und setzte ihn dort in eine Ecke. Als sie dann im Bett lag, kam er angekrochen und sagte, »Boah, ich bin müde. Ich will schlafen so gut wie du. Heb mich herauf. Oder ich sag's deinem Vater.« Da wurde sie böse,
holte ihn hinauf und warf ihn mit allen Kräften an die Wand. Nun wirst du Ruhe haben, du garstiger Frosch! Und der arme Frosch klatschte an die Wand, und als er herabfiel, war er kein Frosch, sondern ein Königssohn mit schönen und freundlichen Augen. Der gefiel ihrem Vater, und nach dem Wunsch des Vaters haben sie Hochzeit gefeiert. Bei der Hochzeit erzählte ihr der Prinz, dass er von einer bösen Hexe verwünscht worden wäre und niemand anders ihn hätte erlösen können aus diesem tiefen, dunklen Brunnen als nur sie allein. Und er wollte sie mit in sein Königreich nehmen. Als am Tag nach der Hochzeit der Wagen des Königssohns herangefahren kam, mit 8 weißen Pferden bespannt, die hatten weiße Straußenfedern auf dem Kopf und gingen in goldenen Ketten, da stand hinten auf der Kutsche der Diener des jungen Königs und der wurde der treue Heinrich genannt. Der treue Heinrich war die ganze Zeit so traurig, als sein Herr in einen Frosch verwandelt worden war, dass er 3 eiserne Bande um sein Herz hat legen lassen, damit es ihm vor Traurigkeit nicht zerspringt. Der Wagen sollte nun den jungen König und seine Braut in das Reich abholen und der treue Heinrich kam, um ihn in die Kutsche zu bringen und stellte sich wieder hinten auf die Kutsche und war so glücklich. Als sie ein Stück Wegs gefahren waren, hörte der Königssohn, dass es hinter ihm krachte, als wäre etwas zerbrochen. Erst dachte der Prinz, das muss irgendetwas am Wagen sein, an der Kutsche, da ist was kaputt. Darum drehte er sich um und rief, Heinrich, der Wagen bricht. Nein, Herr, der Wagen nicht. Es ist ein Band von meinem Herzen, das da lag in großen Schmerzen, als ihr in dem Brunnen saßt, als ihr ein Frosch gewesen seid. Noch einmal krachte es auf dem Weg und der Königssohn meinte jedes Mal, der Wagen bricht. Dabei waren es doch nur die Bande, die von dem Herzen des treuen Heinrich absprangen, weil sein Herr erlöst und glücklich war. Und so war am Ende dieser Geschichte doch mindestens ein Mensch so richtig glücklich. Der treue Heinrich hatte so viele Jahre auf seinen Herrn gewartet und nun, wo es ihm wieder gut ging, war er rundum zufrieden. Ob der Prinz aber mit seiner Lügenprinzessin so glücklich werden wird, ich weiß es nicht. Sie hat ihn als Frosch ja ganz schön verschaukelt, oder nicht? Kann denn eine Prinzessin, so schön sie auch sei, lieb und freundlich werden, wenn sie zu einem Frosch so garstig gewesen ist? Das werden wir uns wohl fragen. Und das muss jeder für sich allein beantworten. Und jetzt aber. Ich hab euch lieb. Tschüss, eure Bärbel.